BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Autos und andere Transportmittel möglichst umweltschonend antreiben. Um das zu schaffen, kommt immer häufiger die sogenannte Brennstoffzelle zum Einsatz. Sie wandelt Energie, vor allem aus Wasserstoff, in elektrische Energie um. In diesem Bereich forscht auch die Dettinger Firma Schmiedlin. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Baden-Württembergischen Landtag, Andreas Schwarz, und die grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Hechingen-Münzingen, Cindy Holmberg, haben am Dienstag das Unternehmen besucht. Auf einer Reise nach Andalusien hatten sich Andreas Schwarz und Schmiedlin CEO Ralf Winterstein einst kennengelernt. Schon bei dem Treffen im sonnigen Süden ging es um die Produktion von grünem Wasserstoff, erzählt der Grünen-Politiker. Grund genug für ihn und Cindy Holmberg, sich das Dettinger Unternehmen einmal genauer anzuschauen. Bei einem Rundgang bekamen sie einen Einblick in die Arbeit bei Schmiedlin und Schwarz war schnell überzeugt. Also mein Eindruck ist, dass es hier ein hervorragend aufgestelltes mittelständisches Unternehmen ist. Davon brauchen wir mehr in Baden-Württemberg, die im Bereich von Forschung und Entwicklung auch andere Unternehmen unterstützen, mehr Wasserstofftechnologie, mehr Brennstoffzellenprodukte auf den Markt zu bringen. Und so funktioniert das hier. In diesen Geräten entsteht der Wasserstoff, dessen Energie in Brennstoffzellen umgewandelt wird. Schmiedlin übernimmt vor allem die Vorarbeit für andere Unternehmen. Wir sind primär für die Analysen, für die Testbench, für die Entwicklung von Komponenten. Da sehen wir uns als Partner dieser Firmen, sage ich mal mittelständische, aber auch große und bis zu DAX-Konzerne, die wohl letztendlich unsere Generatoren in Betrieb haben und auch mit diesen arbeiten. Ein Ziel ist dabei vor allem der Verkehrssektor. Es werden ja unheimlich viel Waren auf der Straße jeden Tag transportiert über LKWs. Es findet heutzutage noch über den klassischen Diesel statt. Und wenn ich das jetzt umweltfreundlicher hinbekommen möchte, wenn ich auch den Güterverkehr leiser abwickeln möchte, dann ist die Brennstoffzelle dazu wirklich eine super Technologie. Deshalb brauche es Firmen wie Schmiedlin, findet Schwarz. Allgemein wolle er mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg unterstützen. Ein Programm des Landes dafür gibt es bereits. Es ist natürlich sehr gut, dass wir hier auch über High Five, also Bundeswasserstoffstrategie und Landesstrategie, zusammenarbeiten und hier schon Vorbereitungen treffen für ein gutes Wasserstoffnetz, das hier produziert wird, dann hier auch verteilt und auch verbraucht wird. Das ist natürlich die Grundlage für grünen Wasserstoff. Und auch Winterstein freut sich über die Unterstützung aus der Politik. Noch laufe aber nicht alles perfekt. Wir haben sehr viel Know-how im Land. Von dem bin ich überzeugt. Wir haben sehr viele technisches Know-how. Wir haben die Leute, die wo das können. Jetzt heißt es letztendlich umsetzen. Und da muss man genauer hinschauen. Vielleicht kann man auch über, ich sage einfach mal, Hilfe, auch von der politischen Hilfe dann, mit dieser Hilfe dann diese Projekte dann auch starten. Man müsse zusammenarbeiten, findet Winterstein. Denn wenn Politik und Unternehmen gemeinsam zeigen, woran es noch fehle, dann könne man positiv in die Zukunft blicken. Die Landtagsfraktionen von Grünen und CDU haben sich darauf geeinigt, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder auf Beamte, Richter und Versorgungsempfänger übertragen wird. Der Sockelbetrag von 200 Euro ist darin eingeschlossen. Er soll vor allem den unteren Besoldungsstufen zugutekommen und gewährleisten, dass jeder Beamte eine Lohnerhöhung von mindestens 200 Euro im Monat bekommt. Dieses Modell wird auch vom Finanzministerium mitgetragen. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.